Jo, hallo. Ich mache mal wieder ein kurzes Video und dieses Mal über ein besonderes Phänomen, was mir so eins in das Medium oder Mediokassen. Und wir gucken einfach mal rein. Also ja, erstmal zum Sternchen. Ich habe ehrlich gesagt überhaupt keine Ahnung von Ärgerschiedsprachen. Weiß nicht, wie das da mit aktiv, passiv und so weiter ist. Irgendwie sowas wie antipassiv, ich habe keinen Plan. Jedenfalls alles, was ich hier sage, gilt auf jeden Fall erstmal für Nominativ- und Akkusativsprachen. Okay, so das Medium oder Mediopassiv, beide bedeuten, also beide Namen dafür, eine von drei Diathesen, die es in den indogermanischen Sprachen gibt. Ja, wir schreiben ja Adjektive klein und Substantive groß, ne? So was Blödes. Also ich habe gerade keine Maus, deswegen sieht es mal ein bisschen scheiße aus. Jedenfalls gibt es einmal das Aktiv. Und Aktiv ist die Diathese, die verwendet wird, wenn das Subjekt eines Satzes eine Handlung ausführt. Das nennt man dann auch Agens, von lateinisch agere, treiben, betreiben, verhandeln, ausführen, durchführen, sowas in der Kante. Agens ist halt derjenige, der etwas tut, und zwar die Verhandlung. Dann gibt es noch die Diathese Passiv. Das wird verwendet, wenn das Subjekt eines Satzes die Verbalhandlung erfährt oder erleidet. Das kommt vom lateinischen Pati, und der Patiens, das ist der Leidende. Also bei der Krankheit auch der Patient, derjenige ist, der unter der Krankheit leidet. Und dann haben wir noch, was wir im Deutschen nicht mehr haben, aber eigentlich was standardmäßig vorhanden war, das Medium oder Mediopassiv. Und das ist eine Diathese, die zwischen Aktiv und Passiv steht. Und die kann mal so verwendet werden oder kann auch besondere Beziehungen zum, also zwischen Subjekt und regierenden Verb ausdrücken. Das Medium scheint neben dem Aktiv ein ursprüngliches Merkmal der indogermanischen Sprachen zu sein. Es kommt in vielen der ältesten attestierten Sprachen vor und übernimmt da auch oft die Funktion des Passiv. Später ist es dann so, dass es eigene Passivformen oder eigene Passivbildungen in den verschiedenen Sprachen gibt, die dieses Medium teilweise ablösen. Oder mediale Verwendung geht verloren und diese Mediumsformen werden nur noch passivisch verwendet und so weiter. So, dann gucken wir uns das Ganze einfach mal in vier Sprachen an. Im Lateinischen gibt es dieses Medium jetzt nicht so explizit, aber es gibt ein Passiv auf jeden Fall im Lateinischen. Das ist ja das, was wir im Präsens als Oris, Tuum, Munitur kennenlernen. Und genau, und es gibt Verben, die, wenn sie ins Passiv gesetzt werden, dann reflexiv verwendet werden. Und reflexiv ist so eine ganz typische ja, Bedeutungsperspektive, die dieses Medium auch haben kann. Außerdem gibt es im Lateinischen sogenannte Deponentien und Demideponentien. Die stehen im Passiv, manchmal auch nur in bestimmten Fällen, werden dann aber trotzdem die Verben im Aktiv verwendet. Ich habe jetzt mal als Beispiel Wort lavare genommen. Lavare heißt waschen. Manus manum lavat, also Manus ist die Hand. Das Subjekt und Agens führt nämlich die Verbalhandlung aus. Lavat, sie wäscht. Und dann wirkt diese Handlung auf das direkte Objekt. Wen oder was wäscht die Hand? Manum, die Hand. Also eine Hand wäscht die andere, das ist diese Regel halt. Und dann habe ich hier noch ein Beispiel aus Kikoro de Officiis. Da steht Lavantur. Lavantur steht im Passiv, was man halt an diesem Intur erkennt. Es wird hier aber medial verwendet. Wir gucken uns das noch ein bisschen genauer an. Nostro quidemore cum parentibus puberes filii cum socceris generi non lavantur.
ja, nach unserer Sitte oder unserem Brauch jedenfalls, wer oder was die erwachsenen Söhne nun lavant wurden. Das heißt nicht, die werden nicht gewaschen, sondern die waschen sich. Und zwar vom Parentibus nicht mit den Eltern und nicht mit mit den Schwiegereltern des Ehepartners. Also, naja, mit ihren Schwiegereltern so. Genau, das heißt also, hier haben wir eine passivische Form, die wir an dem Mutur erkennen, und es wird aber reflexiv verwendet. Hatte ich ja hier diese Grafik, die hatte ich auch schon mal bei den Pronomina gebraucht. Also, das Subjekt 1 handelt, das ist der Pfeil, und die Handlung wirkt dann auf das Subjekt selbst zurück, reflexiv halt. So, die Deponentien werden verwendet, wie Verben, die im Aktiv stehen. Und die haben manchmal aber so mehr oder weniger konkreten oder abstrakten Rückbezug zum Subjekt. Ich habe hier nochmal ein Beispiel mit Aspernari. Quamo bremsi quem forte inveneritis qui aspernetur oculis pulchritudinem rerum, non odore ullo, non tactu, non sapore capiatur, excludat auribus omnem suavitatem, fulg omini ego fortasse et paucideos profitios derique autem iratus. Tabund und noch hier ein Makron gehört, das ist auch lang. Da, genau, und das Aspernari sehen wir hier in der Form Aspernetur, also jemand ja, weist etwas zurück, und zwar wen oder was, die Pulchritudinem rerum, die Schönheit der Dinge. Hier ist sogar noch eine adverbiale Bestimmung hier, womit, wodurch das gemacht wird, instrumental mit den Augen. Und ja, abweisen, zurückweisen, das heißt also irgendwie, das wirkt zwar direkt irgendwie auf das, was man zurückweist, nämlich die Schönheit, Pulchritudinem, aber dadurch hält man das ja auch von sich fern, und derjenige, der etwas zurückweist, der hat eine gewisse Betroffenheit. Hier haben wir noch eine zweite Form, Caveatur, die auch passiv ist, aber das ist nicht ein ganz klassisches Passiv. Caveatur, der wird nicht gefangen von irgendwelchen Duft, von irgendeiner Berührung oder von oder Geschmack und so weiter. Mache ich nicht den ganzen Satz, das ist jetzt nicht wichtig. Dann habe ich hier nochmal Beispiele mit Acequi und Udari, also erreichen und zögern. Sed acequor omnia si proturo, si cunctur amico. Beim Erreichen ist es irgendwie ganz klar, man erreicht wen oder was, alles. Ja, ich erreiche alles, sie proffere, wenn ich mich beeile. Klar, wenn man etwas erreicht, dann hat man das Objekt, das man erreicht, nämlich Omnia. Aber man ist halt selbst irgendwie auch betroffen, weil man ja sich mit seinem Körper in Richtung dessen bewegt. Das ist also ein Rückbezug zum Subjekt. Punctari ist hier an der Stelle absolut gebraucht, also wenn nicht hier Zögerung, dann kommt nichts weiter dahinter. Aber es ist eigentlich bei Punctari immer irgendwie eine Art von Handlungsperspektive implizit. Darum jetzt auch der nächste Satz, ich lese ihn ganz vor, aber übersetze den ersten Teil. Quam ob causam, non est cunctandum profiteri, si modo investigari aliquid conjectura potest, hunc mundum animal essit quae intelligens et divina providentia constitutum.
Quam auf causam, also aus diesem Grund, non est punctandum, darf man nicht zögern, profiteri ja offen auszusprechen oder zuzugeben. Und dann wen oder was, dann kommt dahinter eine rundum anima esse, also dass diese Welt ein Lebewesen ist und so weiter. Genau, also da hat man die Handlungsperspektive dadurch, dass man dann dahinter auch gleich die Handlung hat, profiteri, ja, das ist, aussprechen oder zugeben. So, im Altgriechischen, da gibt es auch ein Aktiv und ein Medium. Und in manchen, eigentlich in den meisten Tempora, vertritt das Medium auch das Passiv. Aber in anderen, zwar im Futur und im Aorist, da muss das Passiv extra gebildet werden. Und da gibt es auch wieder, gibt es auch so ein Suffix, dieses T, und dahinter kommt dann noch die Anwendung. Darüber wird es dann gebildet. Und in diesem Tempora, Futur und Aorist, da fungiert das Medium tatsächlich rein medial und kann nicht das Passiv vertreten. Und wie im Lateinischen auch, ist es halt so, dass manche Verben automatisch Deponentien sind. Ja, hegeistai zum Beispiel, das heißt irgendwie führen. Man führt irgendjemanden, das ist eigentlich was, was aktiv ist und was sogar ein direktes Objekt hat. Oder es das heißt irgendwie glauben, meinen oder irgendjemanden oder irgendetwas für irgendjemanden oder etwas halten. Ja, wie gesagt, es sind halt alles aktivische Bedeutungen und trotzdem ist hegeistai, kann man hier erkennen, hat die Endung estai, das ist hier die Kontraktion, das ist hier estai geworden, also es hat eine mediale Formbildung. Kai puto estin ho nunde paralekumen. Ente perites aretes skepsei hopoion pi eie, legontes hoti phronesis monon hegetai, tu ortos prapte. Ja, also hier sehen wir das hegetai hier am Ende. Und die phronesis alleine wird, also hält man dafür, ja, orthos praten, also richtig zu handeln. Vorne ist es irgendwie so Weisheit, Überlegtheit, Besonnenheit, Bedachtheit, sowas in der Kante. Und das ist dann natürlich orthos, also auf richtige Art und Weise praten hinaus. Und dann gibt es noch im Griechischen ja dieses besondere Phänomen, dass manche Verben im Futur Deponentien werden. Beispiel dafür ist gelao, lachen. Pantes men un paremitun torte auton hos autis gelasomenoi kai de nein eke loion kryptovolos de kai ex ekankasen epi Doi focis prismoi autu. Genau, hier haben wir ein ganz normales Deponens. Da haben wir dieses eigentlich Onto, aber hier durch Kontraktion Unto als mediale Endung. Paramiteo. Paramiteo heißt irgendwie ja, jemanden beruhigen oder jemanden ermuntern oder so. Also nicht im beruhigenden Sinne von ruhigstellen, sondern irgendwie jemandem Mut machen, etwas zu tun. Oder die Ruhe verschaffen, etwas zu tun. Genau. Und das Medium, was wir hier haben, das ist ein Partizip. Gelasomenoi und das Futur erkennen wir hier an dem S an der Stelle. Und dass es ein Deponens ist, erkennen wir am Menoi, was einfach Plural für Menos ist. Genau, also hier geht es darum, dass sie dann
sofort oder direkt loslachen werden. So, die mediopassivischen Formen im Altgriechischen haben drei bzw. vier Hauptfunktionen. Entweder halt passiv, außer wir sind im Futur oder im August. Hier ist also Subjekt halt der Patience der Verbalhandlung. Tode argos touton tamponon proeche, hap passi ton entenyn helladi, alumene horae. Ja, proeche ist irgendwie so, proeche, eigentlich, proeche, ist eigentlich irgendwie so die Vorherrschaft haben oder vorherrschen über. Argos hatte in jener Zeit die Vorherrschaft und dann steht das auch jetzt hier nicht im Akkusativ, sondern im Dativ. Über alles dessen, über all das Land, was wir oder was nun Griechenland genannt wird. Kleiner Hänger gerade. Kaleomene. Da sehen wir wieder dieses Menos, aber hier Feminin und im Dativ Singular stehen. Passend zum Chore, dem Land. Kaleomene, Chore, also ein Land, in dem nun Griechenland genannt wird. Also es wird benannt und deswegen ist das Ganze passivisch. Dann gibt es das Ganze nochmal reflexiv. Die Handlung wird direkt auf den Ereignis zurück. Kai ego ten gynaika abienai ekenoion kai dunai to kai dio ton piton kina pause tai klaron. Und ich forderte die Frau auf, wegzugehen und dem Baby die Brust zu geben, damit es ja pausetei, damit es für mich zumindest aufhört, Laon als schreiendes ganz mehr darin es aufhört zu schreien. Das ist relativ nah dran an dem nächsten, wenn es indirekt reflexiv ist. Indirekt reflexiv ist, dass man etwas in eigenem Interesse macht oder zum eigenen Vorteil. Wurde kyaxare edoxete oelegen, kai dumen creius metapempestai uceti emeneto, parasvaiadeto de hoplat afroemena. Hier hinten haben wir wieder, was wir eben schon hatten, dieses Männer, was dann wieder so ein Medium ist. Hier ist es aber Medium, was passivisch gebraucht wird. Also Hoplatra, Proere, Männer sind Waffen, über die vorher gesprochen wurde. Und worum es uns jetzt eigentlich geht, ist aber hier dieses Metapempestai, das ist ein Infinitiv. Hier sehen wir auch diese klassische Estai-Endung ohne Kontraktion, die das irgendwie verändert. Metapempestai heißt nach jemandem schicken oder jemanden kommen lassen. Und wenn man nach jemandem schickt, dann ist es immer in eigenem Interesse, weil er dann zu einem hinkommt. Und naja, das ist dann halt diese indirekte Reflexivität. Genau, also Uketi Memneto, er erinnerte nicht mehr daran oder er sprach nicht mehr davon. To Pleios Metapempestai, also nach mehr schicken zu lassen, also Verstärkung kommen zu lassen in dem Kontext. Und dann gibt es noch das sogenannte dynamische Medium. Die Verbalhandlung wird intensiviert. Exonde hymin en eirene politoiestai, hutoi ton panton aichis ton kai kalepotaton kai anosiotaton kai ehtiston kai theois kai anthropois polemon hemin pros allelus per echus. Weiter mit dem ersten Teil. Bis da.
Exonde Hermin en Irene Politeus. Exonde, es war aber, es ist aber möglich, Hermin den uns en Irene in Frieden Politeus dai, ja, uns als Bürger zu betrieben oder Politik zu übertreiben. Politeio gibt es auch in einer aktiven Form, dann heißt es einfach nur Bürger sein irgendwo. Aber wenn wir das hier im Medium haben, hier haben wir das charakteristische S-Teil für den Infinitiv, dann bedeutet das tatsächlich irgendwie politisch aktiv sein. So. Im Altnordischen gibt es ein Aktiv und ein Medium. Und zwar, wenn wir jetzt die konjugierten Formen nehmen, wo wir dann eigene Flexionen für haben, eigene Paradigmata. Während das Aktiv sich durch ein eigenes Paradigma auszeichnet, wird das Medium durch Anhängen einer kontrahierten Form des Reflexivpronomens gebildet. Das ist wichtig, denn Reflexivität haben wir schon als eine der Funktionen des Mediums kennengelernt. Beim Anhängen kommt es wiederum zu einigen Verschleifungen der eigentlichen Flexionsendungen. Und das Medium kann als Passiv verwendet werden, aber häufiger fürs Passiv ist dann die analytische Bildung. Ich habe jetzt hier mal die beiden Paradigmata gemacht. Es gibt ja so drei ja, grobe Arten oder Klassen von Verben. Schwache, starke und Praeterito Presentia, die ein bisschen Eigenschaften, also unterschiedliche Eigenschaften in Bezug auf ihre Paradigmata jeweils haben. Genau, hier sind die Paradigmata für schwache, oder das Paradigma für schwache Verben links und für starke Verben rechts. Und man sieht, dass es teilweise eine relativ große Formenfülle gibt und auch nicht wirklich ja, eine Vereinheitlichung. Wenn wir jetzt zum Beispiel hier in der ersten Person Plural Präsens gehen, bei den schwachen Verben, dann kann die Endung dafür umk sein, ums oder ums. Und genauso sieht man hier an vielen anderen Fällen auch noch, dass da mehrere verschiedene Möglichkeiten angebracht sind und ja, so eingeklammerte Buchstaben, die können immer optional dastehen oder nicht dastehen. Es kommt immer so ein bisschen drauf an. Auf den, auf den Schreiber, auf die Region und so weiter. Und zu der ohnehin unübersichtlichen Lage kommt, dass dann ab dem 14. Jahrhundert auch noch Formen auf ST auftreten. So wie im modernen Isländischen. Die haben sich dann im modernen Isländischen auch durchgesetzt. Aber die gute Nachricht ist, Praeterito Presentia haben zum Glück keine Mediumsformen. Das betrifft dann nur die starken und die schwachen Verben. Aber zum Glück sind die sich dann untereinander wenigstens noch relativ ähnlich. Man muss nur bei den starken Verben dann wieder darauf achten, dass die halt entsprechend Ablauter haben, wenn sie dann in das andere Tempus wechseln. Okay. So, was kann das Medium im Altnordischen jetzt? Hat so ungefähr drei hauptsächliche Bedeutungen oder Verwendungen. Einmal, Überraschung, Überraschung. Kann es reflexiv sein? Buas xedan, höfus gib gott ok feroneti, horu pa lexena, erfervaru bun. Also Buask, sie bereiteten sich vor, Sivan, dann danach, hatten ein gutes Schiff und Besatzung, das Un steht jetzt nicht hier, und fuhren dann auf ihre Fahrt, erfervaru bunir, als sie bereit oder fertig waren. Genau, das Buask hier, sie bereiteten vor, wen oder was, sich selbst, also reflexiv. Und ein Sonderfall von dieser reflexiven Verwendung ist die Verwendung im ACI. Das kommt tatsächlich im Altnordischen auch häufiger vor. En han kretsk vakra mundu um nochina yferliki. Und er sagt, wie von Quevia,
Und er sagt, dass er um Nofina in der Nacht Üferlikino über den Leichnam Vaka Mundu wachen werde. Oder wenn man es ganz wörtlich macht, und er sagte sich, wachen zu werden in der Nacht über den Leichnam. Das ist natürlich eine schlechte Übersetzung, aber so ist es ist zusammengebaut. Dann kann das Medium noch reziprok sein. Da habe ich ja diese Grafik hier mal irgendwann erstellt. Das heißt also, man hat ein pluralisches Subjekt, darum einmal links und einmal rechts der Kreis. Also man sieht, es sind mindestens zwei und die wirken gegenseitig aufeinander ein. Ein V-Asgerd und Thorstein. Und die Asgerd und der Thorstein liebten natürlich nicht sich selbst reflexiv, sondern sich einander. Jamikit, das ist hier von einem Adjektiv ein abgeleitetes Adverb. Das passiert ja manchmal, wenn es ins Neutrum gesetzt wird, dass es dann adverbial verbraucht werden kann. Darum sagt man hier nicht, sie liebten sich das Große, sondern sie liebten sich sehr. Und ja, hier noch ein zweites Beispiel dafür. Köstus verorum a oxpurus tegen. Ja, sie, ganz wörtlich, sie warfen sich gegenseitig Worte zu, das heißt also, sie wechselten Worte miteinander. Das kann mehr oder weniger freundschaftlich sein, aber hier wird es wahrscheinlich freundschaftlich sein. Sonst kann Kastask und dann Orvum kann auch heißen, sich gegenseitig beleidigen, aber das ist hier wahrscheinlich nicht gemeint. Oxburgus und sie erfragten oder erfuhren voneinander, wen oder was Tiven da, also Neuigkeiten. Da ist sogar zweimal das Beispiel im Satz reziprok. Also sowohl das Wörterwechseln ist eine gegenseitige Sache, als auch das voneinander erfahren ist auch gegenseitig. Dritte häufige Verwendung ist das Passiv. Ok i fantima fandst Island. Island fand natürlich nicht sich selbst, sondern es wurde gefunden. Ne? Und in dieser Zeit wurde Island gefunden oder entdeckt. Manchmal kann es dann auch einfach unübersetzt bleiben oder die Verben funktionieren wie Deponentien. Ansegir Chrävum ekbjörn ok fa ir fichge mer semnu fari wapenlausir. Genau, das hier ist eigentlich, ich fürchte den Bären. Das heißt also, es bleibt hier eigentlich unübersetzt. Kräver kann auch jemanden erschrecken heißen. Wenn es dann aber im Medium steht, dann heißt es selbst erschreckt sein. Also das Subjekt ist dann in Schrecken versetzt oder fürchtet etwas. Und ja, zweites Beispiel ist Sidon, anders Björk Ulfe, und danach stirbt Björk Ulfe. Ja gut, sterben, klarer Fall, das kann irgendwie nicht reflexiv sein und hier ist es auch singularisch, dann kann es auch nicht reziprok sein. Und er wird auch nicht gestorben, das funktioniert auch nicht, also das bleibt dann hier einfach unübersetzt und dieses anders ist ja gewissermaßen Deponentien. Die letzte Sprache mit Beispielen ist Hethitisch. Das Hethitische hat einen aktiven Passiv und ein Medium. Eigentlich ursprünglich nur aktiv und Medium und das Passiv ist halt später noch dazugekommen. Es gibt eine Reihe von Verben, die im Medium stehen und die dann aktivisch verwendet werden, also wieder Deponentien. Und es gibt auch Verben, die mal medial und mal aktiv auftauchen und dann eigentlich so oder so immer aktiv verwendet werden. Dazu gehört zum Beispiel irgendwie Pasch, beschützen oder verteidigen. Das kann manchmal aktiv und manchmal medial sein.
Das Hethitische hat in seinen beiden über Flexion gebildeten Tempora, also Präsens und Präteritum, also nicht so wie im Altnordischen auch, jeweils ein Set an Endungen, das je nach Verbalklasse und Sprachstufe einige Varianten aufweist, also so wie im Altnordischen auch, die Lage ist unübersichtlich. Aber grob kann man festhalten, dass das Kennzeichen des Mediums im Passiv Pri ist und im Präteritum Ti, beziehungsweise in späteren Sprachstufen Ad. Wobei man dann beim Ti sagen muss, davor steht dann meistens auch ein A, also Ati wird zu Ad und Ari wird zu Pri. Das hethitische Passiv wird analytisch gebildet mit einer finiten Form der Copula und einem Partizip. Mensch, hethitisch ist in so vielen Hinsichten so wie altnordisch, meine Güte. Okay, das hethitische Medium hat auch so ungefähr drei hauptsächliche Bedeutungen. Einmal die reflexive Verwendung, Lugalushan, Gishkulugane Escha. Da ist es reflexiv. Der König setzt sich auf den Wagen. Gishulugani, das ist, Gish zeigt an, dass es aus Holz ist und das Ganze steht hier im Dativ-Lokativ, also er setzt sich irgendwie hin auf den Wagen drauf oder ja in den Wagen rein. Hier sehen wir nicht das Ri, aber das liegt an dem Formenreichtum. Ich habe jetzt nicht hier mich doof gesucht, bis ich ein Beispiel mit Ri irgendwie finde, aber das hier könnt ihr mir glauben, ist auch ein Medium. Also reflexiv ersetzt wen oder was sich selbst. Zweites Beispiel, Verwendung als Passiv. Nashkanta Dingiru Zachdari. Da haben wir aber ein Beispiel mit Ri. Nashkan, er wird geschlagen. Ta ist, meine ich, ein Sumerogramm. Dingiru ist der Sturmgott, ich glaube Taru, wenn ich das richtig im Kopf habe. Zachdari heißt er wird geschlagen. Geschlagen oder gestraft. Genau, und das ist natürlich eindeutig eine passive Verwendung. Er wird geschlagen und der Agens wird hier mit womit, wodurch, ta, durch den Sturmgott jetzt ausgedrückt. Hethitisch kann das auch reziprok verwenden. Man beachte hier bei reflexiv und reziprok wieder die beiden Grafiken, dass man das nicht durcheinander bringt. Kinuna wa echu nuwa zachia washtati. Der Satz hat mir ein bisschen Kopfschmerzen bereitet. Und jetzt sagt er, komm, sagt er, wir kämpften miteinander. Dieses Washtati ist erste Person Plural. Problem ist, dass das im Präteritum steht. Ich weiß nicht, warum das im Präteritum steht, wenn er irgendwie. Also, vielleicht macht das im Kontext irgendwie Sinn, dass er dann, der Sprecher dann erzählt, ja, wir kämpften dann miteinander. Als das und das passiert ist oder so. Aber ja, ich finde es hier mit der wörtlichen Rede, die durch dieses da hätte ich noch einen Bindestrich hin machen müssen, die durch dieses markiert wird, finde ich es ein bisschen verwirrend, dass es dann auf einmal im Präteritum steht. Da hätte ich eher einen Präsens erwartet. Okay. Genau, das Vierte, kann es halt wieder auch wieder Deponentien geben. Und dann bleibt das Ganze natürlich unübersetzt. Nukan dashush nafir kunkunutsish nepishatskata maustat. Genau, hier haben wir Tat. Hätte auch Tati sein können, aber das ist scheinbar ein etwas neuerer Text und deswegen ist das I dann schon weggefallen. Und das heißt, ja, Maustadt ist, sie erst viel herab. Kata ist dieses herab. Genau, Maustadt ist eigentlich eher sie erst viel und Kata ist herab. Der mächtige Kunkunutsi-Stein fiel aus dem Himmel
herab. Genau. Nebel schaltet es aus dem Himmel und das Axt macht hier den Ablativ. Genau, ja, jetzt wissen wir, was so ein Medium ungefähr ist und was das so ungefähr kann in verschiedenen Sprachen. Ja, hoffentlich haben wir jetzt so ein bisschen mehr ein Bild davon.